Und damit hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute mal wieder zu einem Video Minecraft. Und zwar habe ich mich eben mal schlau gemacht, ob es irgendwelche Maps in Minecraft gibt, in denen man in Jurassic World rumlaufen kann. Weil ich mag Jurassic World. Gott. Ja, und da habe ich tatsächlich was gefunden. Ich bin jetzt gerade hier in die Welt reingegangen und deswegen weiß ich noch nichts. Ich habe mir nur die Schilder hier durchgelesen. Und hier steht auch, dass ich das in YouTube-Videos zeigen darf. Also, Leute, wichtig, nicht meine Map. Field Guide. Welcome to Isla Nublar. Bla 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 bla. Java Edition. Ach so. Ah, hier, das ist von ihm. Ich verlinke ihn auf YouTube. Ja, wo sonst? Ich verlinke ihn halt in der Videobeschreibung. Schaut gerne bei ihm vorbei. Abonniert ihn gerne. Abonniert auch gerne meinen Kanal. Gebt diesem Video einen Daumen nach oben. Aber jetzt würde ich sagen, Play. Now approaching Isla Nublar. Exit. Exit. Falsche Richtung. Okay. Einfach hier lang, würde ich sagen. Ich bin übrigens im Game Mode Adventure, das mag ich nicht. Game Mode Creative. So, ich habe eine Fackel dabei, ein Minecart, Feuerwerksraketen und goldene Karotten und halt diesen Field Guide. Habe ich noch was? Emeralds, Flare, Lead, also Leinen und sowas. Okay, ich bin mal gespannt, wie das hier ist. Also ich sehe jetzt schon, dass das hier nicht ist wie das originale Jurassic World. Weil der Anleger, der war nicht so gekrümmt, meine ich. Bin ich mir sogar ziemlich, ziemlich sicher. Okay. Ich gehe einfach mal durch und guck mich mal um. Central Hub. Okay, entweder teleportiere ich mich jetzt zum Hub oder ich erkunde auf eigene Faust. Ich würde sagen, ich erkunde einmal auf eigene Faust. Hier rein, das müsste die Monorail sein. Schön gelöst mit Minecarts. Oh, hier ist eine Menge Minecarts. Das ist eine Sturmabwehrstation. Das weiß ich aus Jurassic World Evolution. Die sehen so komisch aus. Oh, da ist das Haupttor. Weil hab jetzt bis vor kurzem auch mal vorgehabt. Oh. Ich glaube, ich weiß, wie der das gemacht hat. Ach komm, ich muss schon direkt anhalten. Ach komm, steige ich aus. Ups. Ich habe nichts gesehen. Nichts passiert. Muss direkt mal zurückfliegen hier. Hier irgendwo ist doch bestimmt ein. Warte mal, ich fahre hier drüber. Ah, der hat das mit Command Blocks gemacht. Warte mal, was steht in dem Command Block? Minus 121, 67, 627. TP. Hierhin. Der klont. Minus 139. Ah, okay. Der hat das so gelöst. Ey, The Joecraft wird ihn so umbringen. Hier nimmt man Kondensator, Kumpel. Ja, ich weiß, wie er das gemacht hat. Der klont einfach. Der hat so das Tor mehrmals vorgebaut. Einfach unter der Erde hier irgendwo. Ja, hier ist es. Er hat hier das Tor einfach im
ganz zun Zustand, also einen ganz geschlossenen Zustand, in dem geöffneten, in dem und in dem. Aber ich mache das dann halt mit Command-Blöcken. Okay, so kann man das auch machen. Okay, ich fahre weiter. Aber The Jawcraft würde ihn immer noch umbringen für seine Command-Block-Technik. Also nicht Command-Block-Technik, für seine Dingens, Repeater-Technik. Da hinten sieht aus wie ein Hotel. Inspiriert an dem Hotel von Jurassic World Evolution. Ist das ein Zwischenhalt oder was ist das? Ja, wir haben es gleich. Moment. Geduld, liebe Fahrgäste. Ah, ja. Okay. Ja. Okay, ich weiß, wo wir sind. Ich stelle mal ganz kurz meine Render Distance hoch. So, Simulation Distance und Render Distance auf 32 wird schon passen. Weil ich hab von der Welt hier auch einen Trailer gesehen. Und da ist Dingens. Ach, komm schon. Da ist auch Jurassic World Camp Kreidezeit berücksichtigt worden in der Welt hier. Auf jeden Fall ist das Camp Cretaceous hier auffindbar irgendwo. Ich werde mal suchen, ob ich das finde, weil das würde ich unbedingt auch mal sehen wollen. Ich finde das übrigens so cool, dass man Schienen so quer, also dass man auf Schienen so quer fahren kann, wenn man die so in Zickzack baut. Okay. Wir waren hinter dem großen Hauptgebäude her. Ich frage mich, wie lange hat er hier dran gesessen? Okay. Hier sind Minecarts. Hier sind wahrscheinlich noch mehr Minecarts, ja. Okay. Hier ist der Weg nach unten. Nicht über die Schienen laufen. Das ist kein Eingang. Also hier in der Welt gibt es jetzt auch keine Dinosaurier, weil ist halt kein Mod drin. Es ist halt Vanilla Minecraft, so gut wie. Was ist das hier? Oh, das ist. Das ist eine T-Rex-Fütterung. Ja, okay. Funktioniert zwar nicht, aber auch gut. Genau, hier ist das T-Rex-Gehege. Auch in der. Ja. Ist halt ein bisschen klein, ne? Obwohl, viel größer sah das jetzt im Jurassic World. Man kann ja das auch sehen. In Jurassic World das T-Rex-Gehege. Da sieht das, von innen sieht es größer aus, aber von außen nicht. Hier ist dieser Baumstamm, wo man auch die Besucher drin sieht. Aber ich glaube, da kann man eigentlich weiter durchgehen. Es ist aber hier nicht so. Okay. Ja. Ich gehe einfach mal weiter hier. Also hier ist dann die Hauptstraße. Ja, hier ist das Hauptgebäude. Kann man auch reingehen? Okay, das ist cool. So, hier lang. Genau, die Sandgrube war die nicht. Ich glaube, die war eigentlich ein bisschen weit. Nee, jawohl. Nee, passt alles. Ich habe nichts gesagt. Die Treppe ist hier. Hier stand in Lego Jurassic World immer dieser Guard vor. Und in dem letzten, in dem finalen Level von Lego Jurassic World hat man auch diese Sandkiste hier gesehen. Dann ist Owen irgendwie, hat versucht hier hochzuklettern. Ich glaube, die Treppe ist eigentlich ein bisschen weiter hier und das ein bisschen weiter. Aber es ist schön. Es ist sehr schön.
Okay. Oberste Ebene ist einfach nur Aussichtsplattform, gehe ich von aus, ja. Okay. Jo. Okay, ja, genau. Mit den Schildkröten. Okay, das ist cool gemacht. So, ich wäre, wenn ich. Ja, gefällt mir. Die Umsetzung ist geil. Würde ich auch so machen. Wäre ich wahrscheinlich gar nicht drauf gekommen. Ist das hier eine echte? Eine echte Kotür? Oder ist das einfach nur Deko? Ist einfach nur Deko. Okay. Das ist wahrscheinlich hier so ein. So, das soll wahrscheinlich das Kühllager darstellen. Genau, hier ist die gesicherte Tür. Mit keinem Raum hinter. Okay. Aber das Labor, das sieht man ja auch in Jurassic World. Teleporter Control Room. Nee, danke. Ach so, wer da hinten echt der Kontrollraum hat, aber irgendwie nicht gepasst, oder wie? Ah, okay. Kann man es natürlich auch mit dem Teleport lösen. Ist das denn hier? Kumpel, du hast ein bisschen Boden vergessen hier, warte. So. So. Fixt. Ja. Das ist sehr cool, das Hauptgebäude. Vor allem mit dem Hologramm hier in der Mitte. Weil da ist ja im Jurassic World ist das ein Holoprojektor, da kann man hier so ein Apatosaurus soll das wahrscheinlich hier darstellen. Hier der Schwanz, hier der Kopf und so. Ist sehr schön gemacht. Und hier geht's nach draußen wieder. Hier ist. Ach, geht's hier zu. Ist das der Kinderbereich hier? Oder. Weil in Lego Jurassic World. Ich kann ja mal einblenden, wenn ich dran denke. Ist ja hier. Wenn man hier rauskommt aus dem Hauptgebäude und dann hier rechts geht, ist da direkt eine Einschienenbahnstation. Maintenance. Ja. Access Keypad. Okay, das ist geil. Das gefällt mir. Ist cool gelöst. Na wohl, ist. No offense, but ist ein bisschen vereinfacht jetzt hier. Hätte man ein bisschen aufwendiger machen können. So. Aber das ist cool gemacht. Der hat hier aus Jurassic World Camp Kreidezeit diese Untergrundtunnel gemacht. Und oh mein Gott, sind das geile Leuchtstofflampen. Diese Leuchtstoffröhren. Ich hätte es wahrscheinlich nur eher. Warte. Ich hätte es eher so gemacht. So fände ich das besser. Lassen wir es einfach so stehen. Also ich erkunde erstmal hier weiter oben und dann gucken wir uns gleich mal die Tunnel an. So, weil hier sind ja diese Bäume. Die müssten ja irgendwo sein. Hier sind ja die hier, genau. Die hier. Müssten vier Stück von sein. Eins, zwei sehe ich hier. Warte mal. Hier prügeln sich Rexy und Indominus. Hier wird Indominus gefressen. Hier sind Glowsquids drin. Ist hier eine. Und. Nee, hier ist keine Unterwasser-Aussichtsplattform. Boah, wie hat er das Ding hier gegraben? Oh mein Gott, ist das riesig. Ach, come on, Alter. Okay, das ist cool mit den roten Köpfen hier. Playerhead. Warte. So. Playerhead. Wie heißt der? Player. Sieht man nicht. Ja, da hinten ist das Tor zur Ozean.
Das Ding ist halt, das ist auch ein Filmfehler in Jurassic World 2. Das Ding hier, die Lagune, ist in Jurassic World eigentlich in der Mitte der Insel. Und da ist keine Anbindung ans Meer. Hui. Genau, da oben ist der Headquarter hier, also der Hauptquartier. Ja, Headquarter halt, ne? Hier ist der Hubschrauberlandeplatz, wo am Ende vom Film Rexy draufsteht. Uns hier so runter brüllt. Ja. View ist vergleichbar gut. Also bisher bin ich komplett begeistert von dem Ding hier. Von hier startet Masrani zu seinem Aviariums-Crash-Flug. Oh mein Gott, das da hinten kenne ich. Gehe später drauf ein. Und gucken wir uns mal den Kontrollraum an. Der müsste ja hier sein. Alles klar. Hier geht's nach. Ist das ein Kontrollraum-Teleport oder was ist das? Steht nicht dran. Ach so, ich bin jetzt im Tourraum. Ja, das wollte ich ja nicht. Wo ist denn der? Okay, jetzt habe ich mich hier selber gespoilert. So, wo kam ich denn gerade her? Ah, da ist das Aviarium. Ich fliege mal kurz zurück dahin, wo ich hergekommen bin. Also, ich bin jetzt wieder hier bei der Main Street, also bei der Hauptstraße. Da hinten ist das dieses Headquarter. Ich kann mir erst mal kurz den Kontrollraum angucken, weil der müsste da oben eigentlich sein. Teleporte Control Room. Die blöd. Hallo. Witzig, sehr witzig. Ist einfach. Ist da ein Command-Block hinter? Ja, muss ja eigentlich, ne? Doch, ist ein Command-Block hinter. Sieht man halt einfach nicht, ne? Okay, er hat den Command vergessen. Fehler passieren. Ja, okay. Dann hätten wir das auch. Also hier vorne ist ja die Hauptstraße. Hier gibt es ein großes Level in Lego Jurassic World. Hier auf der Hauptstraße Claire und Owen fangen hier so an. Und die Kids sind von da hinten ausgekommen. Hier hinten ist ja irgendwo der Weg in aus dem Park raus. Der hier wird es nicht sein. Ach, das ist so ein kleines Mini-Gehege-Ding. So ein Kompi-Gehege oder sowas könnte das sein. Ah, oh, das ist ein cooler Spielautomat. Das Design gefällt mir. Das merke ich mir. Ist das ein Kompi-Gehege hier? Also die Hauptstraße ist mega cool. Ich glaube, hier ist der offizielle Eingang zum T-Rex-Gehege. Ja, genau. Hier war ich auch eben schon drin, die Genie. So. Dann würde ich sagen, gucke ich mich jetzt mal ein bisschen im größeren Raum um, weil die Main Street haben wir ja jetzt ja gesehen. Also ich finde hier, es ist sehr schön gemacht. Ich finde halt nur die Dimensionen sind ein bisschen klein gehalten. In manchen Sachen, zum Beispiel hier. Wahrscheinlich passt diese Höhe, aber in Minecraft kommt es halt sehr klein rüber, wenn die Tür gerade mal so kopfhoch ist. Ne? Ich hätte die so vielleicht noch ein Drittel größer gebaut. Na, das Gebäude hier, das kenne ich, das ist in die Arcade, glaube ich. Der Spielautomatenraum. Ist noch so ein. Jo. Ich wollte mir nochmal die Hotels angucken. Ja, das hier ist. Das kommt ziemlich gut hin. Ich weiß ungefähr, wie die aussehen. Warte mal, funktioniert dieses Tor hier oder ist das nur
Deko. Ja, okay, ist recht dumm. Es funktioniert nicht, glaube ich. Oder ist hier ein Control Room, wo du irgendwo. Okay. Ach so, das soll so, dass das Dach hier hinten auf ist. Ja, dann, hier unten sind Glowsquids. Ah, das war's doch, glaube ich. Die Lagune ist auf jeden Fall sehr schön. Dass da auch so Fische drin sind. Ist halt wahrscheinlich, sind da wahrscheinlich natürlich gespawnt. Ah, der hat hier, glaube ich, sich viele Inspirationen aus Jurassic World Evolution geholt. Aber ganz ehrlich, so hätte ich es auch gemacht. Okay, ich würde sagen, ich fliege jetzt einfach mal. Warte mal. Wo ist denn eigentlich dies? Ja. Okay, da weicht er ein bisschen von der Jurassic World Realität, sage ich jetzt einfach mal ab. Also, bei Jurassic World könnte das hier sogar hinkommen. Aber bei Jurassic World Camp Kreidezeit ist hier in der Mitte ein Durchgang, da geht es zu einer Einschienenbahnstation. Da lungert dann Carnotaurus rum. Spoiler übrigens für Jurassic World und Co. Fahren wir mal. Also, die Einschienenbahn geht nur zu dem Main Park hier hin. Ich habe nichts gesagt. Links oder rechts? Rechts. Also, ich fliege einfach mal die Bahn hier lang, weil ich keinen Bock habe, Minecart zu fahren. Hier ist ein Ausgang. Gucke ich mir mal an. Warte mal, was? Ach, ist das eine Boots- und dieses Kanu-Ding hier? Wo du so auf diesem Boots-Ding lang fährst. Oder ist das einfach ein natürlich generierter Fluss? Ah, ne, scheint wohl das Kanu-Ding zu sein. Ja. Natürlich generierter Fluss mit dem Kanu-Ding. Ah, der ist doch eigentlich unterirdisch, der Kanu-Adventure-Whatever. Ja, okay. Fliegen wir mal. Hier ist das Aviarium. Was sehr schön ist. Was ich aber schon wieder sagen muss, kommt ein bisschen klein rüber. Weil man halt in Minecraft einfach ein Riese ist. Man ist halt 1,80 Meter groß. Übrigens, Nusspanzer, nichts gegen dich. Du bist halt einfach riesig. Der ist noch größer als 1,80 Meter. So, hier ist dann der nächste Ausgang. So ist das Gyrosphere. Ja, genau. Sieht zwar ein bisschen anders aus im Film. Und ist, glaube ich, recht unsicher, wenn der Zaun einfach so abrupt endet hier. Ah, komm, hier kommt doch jeder Dino durch. Ah, ist auch egal. Ein großes Areal. Okay, noch inspiriert an Jurassic World Evolution mit diesen Futterstationen hier. Das finde ich an Jurassic World Evolution 2 gut. Da gibt es die Futterstation für Pflanzenfresser. Die, glaube ich, gibt es immer noch, aber die sind nicht unbedingt so notwendig. Falls ich jetzt Müll laber, ne? Also, ich habe dann, weil das jetzt Stuss ist, dann habe ich nichts gesagt. Ah, okay, darum der Split hier, weil das einfach dann im Kreis führt. Okay. Okay, dann weiter im Text. Oh, das da hinten, das gefällt mir so gut, was ich da hinten sehe. Aber ich gehe gleich darauf ein. Also das hier sind so Pflanzenfressergehege und das ist aus Jurassic World Evolution und ich glaube auch dem zweiten Teil die Beobachtungsgalerien. Also da gehst du hier rein und kannst dir dann die Dinos angucken. Das ist das Prinzip hinter den Dingern. Aber was ist hier? Irgendeine Random-Ass-Garage. Hä, what the frick, Alter? So, hier ist ein Aussichtsturm, schätze ich mal.
Tripwire Hook und Emeralds. Nehme ich mit, gerne. Mit Tripwire Hook kannst du. Ach komm. Ich hab was gefunden. Einen Tripwire Hook. Was ist das? Ist das der Abandoned Jurassic Park Landeplatz? Oh mein Gott, wie cool ist das denn? Das hier ist der verlassene Landeplatz vom Jurassic Park und hier geht der Weg los. Oh mein Gott, da hat jemand echt an Details gedacht. Hier ist der Wasserfall da im Hintergrund. Hier ist da halt eigentlich noch so ein See. Ist ja auch ein bisschen Wasser da hinten. Und hier ist halt dieser Landeplatz. Oh mein Gott, ey. 1 plus an diesem Map nur wegen Details. Also Easter Eggs und so. Jetzt kommen wir zu dem Part, auf den ich mich am meisten gefreut habe. Erstmal, was ist das hier? Ah, mh, das ist das Indu-Gehege. Das hier müsste das Tor sein. Ah, gibt es hier auch ein Tor auf? Open Door. Hat er den Cloning Kram mit den Command Blocks noch gar nicht eingebaut, oder? Hat er nicht. Ja, das hier ist ja V1.2 von der Map, also auch nicht die erste Version. Wahrscheinlich kommt mit jeder Version dann eine weitere Entwicklung dazu. Aber jetzt sind wir hier. Und zwar ist das erstmal ein enttäuschend niedriger Zaun. Da kannst du ja fast drüber klettern. Also da kannst du wahrscheinlich drüber klettern. Und der ist eigentlich ein Zaun, ein Maschendrahtzaun. Maschendrahtzaun in the morning. Wer kennt dieses Lied, ne? Ja, das, oh, das ist so cool hier. Hier ist halt der Aussichtsturm, wo man hochklettern kann. Mit oben einer extrem übel cool gemachten Seilbahn. Zipline-Cards. Place on Invisible Rail. Ja, okay. Ich hatte das Resource Pack nicht richtig geladen. Okay. Okay, ja. Jetzt sieht das hier noch um Längen geiler aus. Was ist denn das hier jetzt eigentlich? Red Nether Brick Wall. Okay, das ist cool, dass er das hier geändert hat. Die Minecarts sehen jetzt richtig fancy aus. Jetzt kannst du hier auch wirklich eine unsichtbare Schiene runterrutschen. Okay, sorry Leute, ich hatte das Resource Pack nicht richtig geladen. Ups. Ja. Es landet mal übel cool. Also, hier ist in Jurassic World Camp keine Zeit. Da gibt es eine Seilrutsche. Oh mein Gott, da ist es. Ich habe es gefunden. Jurassic World Camp Kreidezeit. Ist der Turm nicht eigentlich ein paar Meter daneben? Ich krittel gern rum heute. Ah, hier ist das Camp Cretaceous Tor. Ja, die haben noch ein kleineres. Also, ich glaube, das war echt gleich groß, aber. Okay, hier führt ein Weg so außen rum. Aha, uhu. Nether Brick Wall. Auch cool gemacht, dass er so die Sachen hier eingefügt hat. Ja. Und hier bin ich eben. Hier bin ich eben gewesen mit dem. Das ist der Bunker, wo du dich hier rumteleportieren kannst. Ach, okay, das ist Version 1 sogar noch. Aquatic Park. Ich guck das gleich mal rum. Field Guide. Field Guide, ja. Okay, da sind ne, noch Changelogs drin. Ich glaube, ich habe V2.1. V1.2, so rum. Das ist der Radiobunker hier. Iron Bars.
Sieht noch ein bisschen fancier aus. Sand sieht auch anders aus. No, the North Docks. Zum Norddock. Genau, das war ein Containerdock. Da ist schön hier ein paar von den Barrels hingestellt. Ist hier was drin? Nee. Ja, das ist doch schön. Okay, jetzt aber darauf, wo ich am längsten drauf gewartet habe. Oh, wie cool! Noch Kletterwand in Minecraft. Oha. Mashallah. So. There we are. Jurassic World Camp Kreidezeit in Minecraft. Ich glaube, das Camp ist sogar größer hier. Ich fliege einfach mal hoch, geht schneller. Ich glaube, du bist hier nicht, sollst ja eigentlich nicht hochgehen. Das ist doch gelbe Wolle hier, ne? Ne, das sind Slabs. Brick Slab. Okay, gut, dass ich das Texture Pack geladen habe. Weil sonst sieht das richtig kacke aus hier, glaube ich. Okay. Hier ist der. Den Teleport. Okay, der Teleport ist auch nicht eingerichtet hier. Hier sind die coolen Betten. Genau, hier ist die Area, wo Darius da seine Geschichte erzählt. Und dann fängt es an zu regnen und dann bricht irgendwann eine Apokalypse aus. Okay, es ist sehr cool hier. Ich glaube, das Camp war in Camp Kreidezeit kleiner, also nicht so au groß ausgebaut. Hier waren, glaube ich, nicht so viele Betten und nicht so viele von diesen. Na, ich glaube, das gab es von allem nur eins. Vielleicht ist das hier einfach mehr ausgebaut, weil es gut angekommen ist. Ah, jetzt ergibt auch der Kram hier Sinn. Dass das da steht. Weil die sehen jetzt anders aus. Jungle Trapdoor. Ja. Also, bi bis jetzt, das Jurassic World hier ist absolut Oberspitzenklasse. Ist absolut super. Red Concrete Powder. Boah, ist das. Es ist hier auch noch ein Aufgang. Ja. Okay. Jurassic World Camp Kreidezeit in Minecraft Smash. Das sieht so komisch aus da hinten. Seht ihr das? Was ist das? Ist das, das ist einfach nur ein Strand, der komischen Berg hochgeht? Das ist Norddock hier. Okay, ich würde jetzt mal in diesen Radiobunker reingehen. Und mal gucken, was davon so klingt, als wäre ich schon da gewesen und was noch nicht. Aber übrigens, das hier ist. Erstens, das hier ist cool gelöst, dass man hier so das Nether-Quarz da als Fleisch hinhängt. Und das hier ist das Gehege von Toro. Lol, der Observer, der hat detected, dass die Tür aufgegangen ist. Oh, jetzt sehe ich was im Dunkeln, okay. Bucket Milk, Golden Carrots. Locations. Resort Hotels.
Okay, ich spawn immer an diesem Rückteleport. Okay, hier bin ich jetzt in der Hotelanlage, glaube ich, ne? Ja. Die ist auch sehr schön. Die gefällt mir. Die Strände sehen cooler aus durch diesen Sand hier. Aber trotzdem ist es gewöhnungsbedürftig. Okay, dann. Let's go back. Ja, Hast du mich verlaufen hier, oder wie? Ich bin einfach blöd. Golf. Oha, hier gibt's eine. Gibt's eine Golfbahn? Hier gibt es einfach Golfbahnen. So ein Golfkart ist hier auch. Ja, das ist auch cool. Aber diese Golfkarts, die braucht man nur bei richtigen Golfen, nicht bei Minigolf. Da sind so richtige Bälle auch drin. Oh, ist das cool. Also man sieht, das ist auf jeden Fall mit sehr viel Liebe gemacht. Okay. X-Spinner Ride. Ja, das ist quasi eine Achterbahn, ne? Right, warning motion sickness. Ja, das ist sehr schön. Das ist sehr, sehr schön. Und der Eingang hier auch mit so einem Tor. Oh, ist das cool. Exit only. Okay, das ist der Ausgang. Ja, der Eingang ist hier, das sieht man. Es ist dumm, dass ich das jetzt verwechselt habe. So. Okay. Gondola Lift. Ja, das habe ich noch vergessen gehabt. Oh mein Gott. Ja, hier ist noch nicht ganz fertig, glaube ich. Travel up. Okay. Das ist cool. Hier oben ist eine Aussichtsplattform. Hier sind so, auch cool mit den Observern hier so, diese Ferngläser. Hier kannst du die Küste sehen. Nein, er hat da dran gedacht. Da habe ich for real nach Ausschau gehalten. Das ist das, für alle, die Jurassic World Camp Kreidezeit kennen, das ist das Boot von, also, die, nee, falsch, die es nicht kennen. Das ist das Boot von zwei Leuten, die hier auf der Insel erst auf cool getan haben, dann aber gar nicht so cool waren. Oh mein Gott. Tiff und Mitch, ihr Boot, ey. Wie cool. Teleport to. Okay. Ah, okay. Die Barrels sehen. Sind das Barrels oder was ist das? Ah, nee, das ist Brown Glazed Terracotta. Ich dachte gerade, die Barrels sehen jetzt aus wie Container. Okay, das ist mit sehr viel Liebe hier gemacht. Das hier noch. Ah, das Glas ist noch intakt hier. Okay. Ja, weil in Camp Kreidezeit, da finden die ja von der Aussichtsplattform da oben, sehen die ja das Boot von Mitch und Tiff. Weil das wohl irgendwie liegen geblieben ist, nachdem Tiff gefressen wurde. Und Mitch halt schon vorher. Ne? Oh, ich sehe hier gerade. Der kennt wohl den Debug-Stick nicht. Da kann man sowas wegmachen. Ist zwar ein bisschen nervig zu benutzen. Ah, ja, okay. Hier als Drachenflieger dann Elytron zu benutzen, ist natürlich.
Dafür ist wahrscheinlich auch die große Wiese da hinten, aber es sieht trotzdem ein bisschen unvollendet aus. Ich glaube, der baut auch noch. Okay, ich liebe dieses Jurassic World hier. Das ist mit sehr viel Liebe gemacht. Ich glaube, ich nehme mal hier den Drachenflieger. Weil hier finden die ja auch die Demorphodon-Eier. Ne? Hier so ungefähr müsste das sein. Dann landen die irgendwo unten im Baum. Okay, was ist das hier? Einfach ein Lager. Ja. Oh mein Gott, ist das Regaldesign cool. Hier sieht es aus, als würde es drinstehen. Und der ist halt leer. Okay, das ist sehr cool. Ja, also, ich liebe diese Map hier. Das kann ich nicht anders sagen. Ich liebe sie einfach. Ich habe jetzt wahrscheinlich nicht alles gesehen. Link zu dem YouTube-Kanal von demjenigen, der das hier gebaut hat, ist in der Videobeschreibung. Da könnt ihr euch die Map auch selber runterladen. Ach, hier ist auch noch eine Fütterung dafür, aber hier hängt halt kein Fisch dran. Ja, weil ich hatte vor kurzem selber darüber nachgedacht, mir so, also nicht nur für mich, sondern für alle halt so eine Map selber zu bauen. Und da dachte ich mir, okay, das ist scheiße viel Arbeit, weil alle guten Maps, die ich bisher gesehen haben, waren entweder für die Bedrock-Version oder haben gekostet. Naja, und die Bedrock-Version, die Welt, die kostet ja auch, also. Und die anderen Welten, die ich da gesehen hatte, da war auch noch an. Also das ist die beste Welt, Jurassic World Welt, in der ich bisher gespielt habe, weil es die einzige ist. Weil die anderen habe ich es irgendwie nicht geschissen gekriegt, die zu installieren. Ja, das ist sehr schön gemacht hier. Vor allem hier die Hauptstraße und dann da im Hintergrund noch. So, der Gehegeabteil, das Aviarium. Vor allem Camp Kreidezeit ist auch mal dabei. Die Seilbahn. Aber jetzt müssen wir mal gucken. Ist. Warte mal, ich ziehe mir mal eine Map. Nee, falsch. Inventar. Okay, wo ist. Was wollte ich jetzt suchen? Oh Gott, ey. Map. Empty Map. Ziehe ich mir mal einen Stack von. Ist diese Insel hier geformt wie die Isla Nublar? Ich fliege einfach mal den Rand hier entlang. Es sieht tatsächlich so aus, als wäre das die Isla Nublar. Das hier oben ist ja Mount Sibo. Ja, das passt hier, wenn da das Norddock ist, weil hier ist ja, wäre dann ja Norden der Insel. Ja, das passt. Glaube ich. Bin sogar ziemlich sicher inzwischen. Das kann hinkommen mit dem, mit der Inselform. Also daran hat er auch gedacht, ey. Ich bin immer begeisterter von dieser Map. Siehst du hier? Ja. Ah, das ist auch cool gelöst mit dem, mit der, dem hier. Ja, das ist definitiv die Form von der Isla Nublar. Also ich bin zutiefst beeindruckt von dieser Map hier. Aber, Maps war eine dumme Idee, by the way. So, weg damit. Umweltverschmutzung. Ja, ich bin super begeistert von dieser Map. Jetzt bin ich noch, jetzt bin ich noch motivierter, ein eigenes Jurassic World zu bauen, aber vorher möchte ich mir nochmal von anderen Quellen noch Inspirationen holen, um dann das Beste von allem zu vereinen und es dann ganz scheiße aussehen zu lassen. Ich sehe gerade, diese Aufnahme hier ist gigalang geworden. Naja, für meine Verhältnisse eigentlich sogar normal, weil ich ja nie zum Punkt komme. Also. Mal gucken, wie viele Videos ich draus mache. Vermutlich eins. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Checkt unbedingt den YouTube-Kanal von DSL 3125 ab.
Wahrscheinlich steht hier auch drin, wie lange diese Map im Bauen gedauert hat. Ja. Ich bin sehr begeistert von dieser Map hier. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüssi.